Staub aller Straßen bedeckt meine Schuhe. Fahrendes Volk kommt niemals zur Ruhe. Kennt kein Verweilen und hat keine Bleibe. Hat nur ein Herz und Sehnsucht im Leibe. Wo unser Zelt steht, ist meine Heimat. Unter der Sonne bin ich zu Haus. Wo unser Zelt steht, kann ich nur leben. Unter der und mit Hämmerflug. Ich liebe den Glanz und das Flittergold und den Wagen, der weiter und weiter rollt durch Regen und Nacht in die Welt hinaus. Wo unser Zelt steht, bin ich zu Haus. Unser Zelt steht, sind wir zu Haus. Kleine Welt, kleine Welt, Mutters Wagen, Vaters Zelt, kleine Welt, kleine Welt, heute noch meine Welt, kleine Welt. Kleine Welt, Mutters Wagen, Vaters Zelt, kleine Welt, kleine Welt. Sie entschwindet, sie versinkt, wenn die große Welt ihr winkt. Prost! Nur die Post für Herrn und Frau Balsoni. Das darfst du nicht lesen. Die Karte ist für Vater und Mutter Balsoni. Aber was regt ihr nicht auf? Eine Karte von Freddy ist für uns alle. Dann gib mal her. Ha, 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 ha. Liebe Eltern. Oh, von Freddy. Gib mal her. Viele Grüße aus Ohio. Wie geht es euch? Alles in Ordnung? Die Elefanten? Die Löwen? Hier in USA hat neulich ein Zirkus im Sturm sein Zelt verloren. Hoffentlich passiert das nicht auch noch euch. Ja. Alles Gute, Freddy. Ja. Ein Glück, dass der Junge nicht weiß, was für eine Bruchbude aus unserem Zirkus geworden ist. Bauen wir heute eigentlich noch auf, Prinzipal? Weiß ich nicht. Bauen wir heute noch mal auf, Mutter? Wie ist denn das Wetter? Oh, nee, es geht nicht. Warum nicht? Regnet es? Nee, aber ich bin müde. Das könnte dir so passen. Du willst bloß wieder die ganze Nacht an deinem Spielzeug sitzen. Mein Todestrapez, das ist kein Spielzeug. Du, mit dem Trick, da werden wir noch mal viel Geld verdienen. Ja, aber heute bestimmt nicht mehr. Also los, wir bauen auf. Na schön. Wir bauen auf. Ach, na bitte, wenn es sein muss. Ah! Ja, gleich. Will nur sehen, ob alles in Ordnung ist. Wer ist da? Ist da jemand?
Ach, du bist Raoul. Ach, wenn du um diese Zeit kommst, dann weiß ich genau, was du willst. Diesmal irrst du dich, Carlos. Was denn? Du willst kein Geld? Was denn? Dir welches geben. Du mir? Dann willst du mich genau wieder reinlegen. Na komm mit in die Dorfkneipe, sonst sieht es deine Frau. Na komm, ich lade dich ein. Na, das wäre das erste Mal. Also, wo ist das Geld, das du mir geben willst? Na, erstmal Prost. Auf dein Wohl, Carlos. Carlos, du hast mir so oft im Leben aus der Patsche geholfen, nur, dass ich... Nur weil wir dieselbe Mutter hatten. Und weil ich ein Trottel bin, der nicht Nein sagen kann. Aber diesmal will ich dir helfen. Du? Da bin ich aber neugierig. Ich habe einem Agenten von deinem Trick das Todestrapez erzählt. Ja? Er ist ganz versessen darauf und bietet dir 5000 Mark dafür. Und das Geschäft möchte ich dir gern vermitteln. Du mir? Ja. Du meinst wohl dir selber. Von dem Geld würde ich doch nicht einen Pfennig zu sehen kriegen. Genau wie damals. Aber Carlos, ich will doch nur dein Bestes. Ja, ich weiß. Mein Trick. Vielleicht ist er gar nichts wert. Dein Trick. Mein Trick? Nichts wert? Du, 10 Jahre habe ich daran gearbeitet. Eine Sensation ist das. Aber was hast du denn davon? Heute bist du doch zu alt dazu, um selber damit auftreten zu können. Stimmt. Ja. Ich bin zu alt. Aber eines Tages wird mein Trick in der Manege erscheinen, du. So wahr ich hier sitze. Und dann werden Tausende von Menschen im Zirkus sitzen und werden den Atem anhalten und auf das Todestrapez starren. Und wer steht dann auf dem Trapez? Ein Baldoni. Mein Sohn Freddy. Haha, der werde was pfeifen. Ach, es ist schon spät, Raoul. Ich muss noch die Tiere füttern. Da, damit du mich einladen kannst. Zahlen! Wenn Vater so spät kommt, dann muss er eben kalt essen. Vielleicht ist er einen Trinken gegangen. Dann isst er sowieso immer nichts. Jetzt isst du erst schön. Und dann gehst du nachher gleich schlafen, Herzchen. Du bleibst also bei deinem Nein? Ja. Zum ersten Mal in meinem Leben. Und wenn du mich noch so oft anbettelst, um die Pläne für meinen Trick, die kriegst du nie. Hast du auch daran gedacht, dass 5000 Mark ein Vermögen für euch sind? Ach, wir leben immer noch. Ja, wie die Landstreicher. Es fehlt bloß noch, dass ihr bettelt. Du Lump, du. Na komm, reg dich nicht auf, sonst kriegst du noch einen Herzschlag. Du Schwein, du, ich werde dich. Na, was sind die? Dabei könnte ich heute Abend schon ganz schön aufstehen. Woher weißt du das? Nur, weil du mich so anblaffst. Ich blaff dich nicht an. So rede ich immer. Ja, leider. Wenn ich bedenke, dass die meisten Menschen im Bett sterben. Na, lass mal, Vater. Ein paar Mal haben wir alle Angst gehabt, dass du es nicht mehr lange machst. Ich abkratzen? Von dem einen Schlag? Einen Schlag? Ja. Du hast mir doch erzählt, dass dich 6 Männer überfallen haben. Ja, natürlich. Naja, einer musste ja schließlich endlich anfangen, ne? Du, sag mal, du hast doch Freddy nichts geschrieben, ne? Ach, dazu habe ich doch gar keine Zeit. Ja, der Junge braucht nämlich seine Nerven. Für seine Arbeit. The greatest trapeze number in the world, Los Airos! We'll be right back.
Freddy, ein Telegramm. Moment. Okay. Telegramm an deine Eltern. Vater schwer verletzt, Großmutter. Wann ist das gekommen? Heute. Das Telegramm ist schon 3 Tage alt. Ja, vorgestern wurde ich telefonisch durchgesagt. Und dann gibst du es mir erst jetzt? Am liebsten hätte ich dir überhaupt nichts gesagt. Du wärst sofort gefahren. Natürlich, ich werde auch jetzt noch fliegen, mit der nächsten Maschine. Vater wartet bestimmt auf mich. Er ist über 70. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Und unsere Nummer? Bill kann als Flieger arbeiten. Bill ist noch kein Anfänger. Wir waren alle mal Anfänger. Jetzt hat er seine Chance. Schlag dir aus dem Kopf, dass ich bleibe. Ich fliege. Okay, aber das Rückflugticket kannst du dir sparen. Ah. Wir verzichten auf dich. Kennt ihr den Zirkus Baldoni nicht? Nein! Baldoni! Haben wir schon mal gesagt. Aber wo ist denn der Zirkus Baldoni? Weiß nix. Meine sehr verehrten Herrschaften, der ehemalige Viermasten-Zirkus Baldoni gibt sich die Ehre hier in... wie heißt denn das Nest hier eigentlich? Hab keine Ahnung. Ist ja auch egal. Jedenfalls gibt er hier ein Gastspiel. Die Gala-Premiere ist heute Abend 18 Uhr. Bei Regengeld zurück. Meine Damen und Herren, zu Beginn unseres Programms sehen Sie die weltberühmten Meister des goldenen Humors, August und Philipp. Guten Tag, 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 herein! Also, was ist denn? Romero, du mich rasieren. Rasieren? Oh, schön! Hier, bitteschön! Dann los, 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 avanti! Bitte sehr! Einen Stuhl, bitte Platz zu nehmen. Ja, bitte sehr! Bitte schön. Einen Augenblick bitte. Eine unmögliche Bedienung. Bitte sehr. Bitte schön. Eine kleine Rasur. Sofort, mein Herr. So. Was ist denn nun? Und die andere Seite. So. Jetzt wird das Messer geschärft. Und nun, meine Damen und Herren, sehen Sie als zweite Nummer unseres Programms die stramme Jenny, die Frau, die sich vor keinem Mann fürchtet. Are you ready? Right. Alle. Meine sehr verehrten Herrschaften, als Höhepunkt unseres Supermonster-Programmes Neros Wahnsinnsfahrt durch Rom während des Brandes. Kommt der nächste Höhepunkt unserer Gala-Vorstellung. Der weltberühmte Dompteur Ali, der Berberscheich, in einem sensationellen Dressurakt mit Leo, dem König der Tiere. Und zwar vorgeführt in völliger Freiheit. Nun mach schon, Leo. Na los. Na, nun brüll schon. Tu mir doch den Gefallen.
Nimm dich zusammen, Alter. Leo. Na denn. Wir sind hier ganz falsch. Du hab dich nicht so. Das bisschen Regen geht schon auf. Wenn du mach schon. Sonst wäre ich ganz böse. Na los, Leo. Blamier uns nicht, alter Feigling. Mal zu. Jetzt hieß es. Auch das doch. Komm, Leo. Komm, geh schon auf. Na komm, wir werden ja sonst alle klitschen nass. Was sollen denn die Leute denken? Bravo! Bravo! Komm schon. Wenn du kommst schon. Wenn du jetzt nicht kommst und gehorchst, dann bist du für mich kein Löwe mehr. Nein, du benimmst dich wie ein anständiges Raubtier. Also, ich wende jetzt gemein an. Was macht der Ärger mit dir heute? Oh, also Leo, jetzt. Also seit. Jetzt schmeißt er sich auch noch hin. Du wirst ja kein Kurzi. Sei vernünftig. Sei ein guter Löwe. Ach, Hoppchen. Mann, der hat ja schon Motten im Fell. Du hast sie im Gehirn. Es regnet. Wir wollen unser Geld zurück. Geld zurück. Geld zurück. Geld zurück. Das Eintrittsgeld wird nur zurückgezahlt, wenn die Vorstellung wegen Regen abgebrochen wird. Geld zurück! Geld zurück! Geld zurück! Diese Vorstellung geht weiter. Schiebung, heißt doch die Bude ein. Ja, feste! Die demolieren unseren ganzen Zirkus. Komm, ich bring dich in Sicherheit. Wisst ihr überhaupt, was Zirkus heißt, was Artisten sind? Jeder glaubt, voller Romantik unser Leben. Jeder glaubt, dass wir nach Geld und Reichtum streben, aber keiner weiß, dass uns nur Kampf und Fleiß weitergebracht. Jeden Tag ist unser Zirkus in Bewegung. Jeden Tag bringt man die Menschen in Erregung. Manege frei! Manege frei und die nächste Nummer muss beginnen. Ja, wir sind Artisten. Das ist doch Freddy. Uns gehört die Welt. Mal hier, mal dort. Wir sind Artisten, die es nirgends hält. Heute hier und bald geht es weiter, wenn es uns auch noch so gefällt. Ja, unser Fred, was sagst du nun? Artisten, uns gehört die Welt. Jeden Tag muss den Erfolg man neu erringen. Jeden Tag muss man das Publikum bezwingen. Aber keiner fragt, ob uns ein Kummer plagt. Das ist egal. Wie's auch kommt, wir treten auf und lachen heiter. Wie's auch kommt, unser Programm geht immer weiter. Manege frei, Manege frei. Und die nächste Nummer muss beginnen. Ja, wir sind Artisten, uns gehört die Welt. Mal hier, mal dort, wir sind Artisten. Nirgends hält. Heute hier, doch bald geht es weiter, wenn es uns auch noch so gefällt. Ja, wir sind Artisten, uns gehört die Welt. Mein Junge. Tag, Vater. Du weinst doch nicht etwa? Oh, nee, das war nur der Regen, ja. Haben wir uns sehr verändert? Na, ihr nicht, Mutter, aber der Zirkus. Ach, Freddy, das ist doch jetzt egal. Hauptsache, du bist wieder da. Ja, und Vater ist wieder gesund. Ja! Er ist wieder gesund, ja. Was war denn los mit dir, Vater? Nix. Sag mal, woher weißt du denn überhaupt? Na, aus Mutters Telegramm.
Telegramm? Na du, wie fühlst du dich? Großartig, Mutter. Amerika ist schön, aber zu Hause ist doch schöner, was? Ja. Du sag mal, wo ist denn eigentlich die Gina? Die näht und wiegelt ihre Kleider. Wozu das denn? Na, wir haben doch Herrenbesuch. Ich vergesse immer, dass Gina kein Kind mehr ist. Wo kommt Gina denn eigentlich her? Artistenkind. Eltern bei der Arbeit verunglückt. Hey du, mein Name ist Gina. Oh, ich bin Freddy. Ein hübsches Kleid hast du da an. Findest du? Ja. Das Kleid hat früher meine Mutter bei Doni gehört. Ich muss es mir nur ein bisschen enger nähen. Das kann ich mir denken. Aus dem Rest kannst du dir sicher noch ein zweites machen. Das nächste Mal bringe ich dir eins aus Amerika mit. Hast du mir überhaupt nichts mitgebracht? Wie konnte ich denn? Wieso? Ich wusste doch gar nicht, dass es dich gibt. Was denn? Wir sitzen hier rum und Vater baut ganz alleine den Zirkus ab? Aber Vater, das geht doch nicht. Oh, das ist wirklich nicht so schlimm. Mutter, hilf mir. Aber Mutter, das geht doch nicht. Irgendeiner muss es doch machen. Ihr sollt euch schonen. Na, ich tue das ja auch. Deshalb nehme ich auch immer die kleinen Bretter. Aber Mutter kann schon nie genug kriegen. Ab heute rührt ihr das Zeug nicht mehr an. Ich mach das schon. Hopp. Junge, der hat aber Mumm in den Knochen. Ja, könnte glatt so von mir sein. Pass auf, du kriegst gleich ein paar hinter die Löffel. Apropos Löffel, ich hab Hunger. Was gibt's heute zu essen? Klopse. Hep. So ist brav, Leo. Nichts verraten. Du, deine Klopse, Mutter. Prima, ganz wie früher. Ist ja auch dein Lieblingsgericht. Was? Das weißt du noch? Oh. So was hat sie auch für uns noch nie gekocht. Ja, noch. Ja. Kann ich auch noch mal haben. Was? Du hast doch schon 3x3 gehabt. So. Ich hab gedacht, erst zweimal. Du sollst das lassen. Was soll ich lassen? Ich hab die Klöße nicht für Leo gekocht, sondern für Freddy. Aber wenn Leo doch so einen Hunger hat. Nicht, Leo? Wir haben Hunger. Ja, wir haben nie zu viel zu fressen bekommen. Na, was? Bis jetzt bist du ja noch immer satt geworden, ne? Ja, ich schon. Aber ich rede ja von Leo. Ja, wenn du nicht jeden Groschen Raul diesem Strolch gegeben hättest, dann wäre Leo auch immer satt geworden. Was, Raul? Halber Bruder von deinem Vater. Erinnerst du dich nicht? Früher ist er jede Woche gekommen und hat ihn angebettelt. Und dein Vater, dieses Schaf, hat ihm immer was gegeben. Na, bis ich ihn eines Tages rausgeschmissen habe, diesen Strolch. Was macht denn der Raul sonst? Der ist jetzt im Zirkus Heros als Dompteur. Als Dompteur? Dompteur. Der wischt den Löwen den Hintern ab. Hier sind die Pläne für das Todestrapez. Mein Bruder ist bereit, sie zu verkaufen. Sagen Sie mal her. Aber für 10.000. Wir hatten über 5.000 gesprochen. Stimmt, aber jetzt verlange ich 10. Einen solchen Trick gibt es doch kein zweites Mal auf der Welt. Sie können doch nicht von mir verlangen, dass ich eine Katze im Sack kaufe. Und Sie können doch nicht von mir verlangen, dass ich mich in Ihre Hand gebe. Sie glauben, ich will Sie aufs Kreuz legen. Gut, dann lassen wir es. Na schön, wie Sie wünschen. Sie wissen ja, wo ich jederzeit zu finden bin, Herr Morton. Aber für 10.000. Dieser Bursche will mit mir pokern. Wer? Raul Ollmann. Er hat mir einen neuen Trick angeboten. Das Todestrapez. Ist der von ihm selbst? Von seinem Bruder, beziehungsweise Halbbruder, dem alten Carlo Baldoni. Kennst du den? Du? Was so ein alter Artist wie Baldoni sich ausdenkt, da müsste eigentlich was dran sein. Moment, Vater. Ja? Ich muss mit dir reden. So? Ja, ich kann mir schon denken, über das, was aus unserem Zirkus geworden ist, nicht? Genau. Ach, Junge, ich mag da nichts mehr von hören. Ich bin froh, dass du endlich mal wieder zu Hause bist. Na ja. Doch, doch. Also bitte, nicht mehr fragen. Na schön. Aber ich muss dir was sagen. Ja? Du hast mich beschwindelt. Was, ich dich? Ja. Außer Mutter habe ich noch nie jemanden beschwindelt. Wer hat dich überfallen? Das habe ich dir doch schon gesagt. Die Bauernburschen, die Betrunkenen? Ja, ja, die... Das glaube ich nicht. Vater, guck mich an. Sag mir die Wahrheit. Wer war das? Es war Raul. Raul?
Dein Halbbruder? Na, ich kann doch nichts dafür, dass er so ein Lump geworden ist. Er wollte absolut meinen Trick haben. Was ist das für ein Trick? Das Todestrapez. Todestrapez? Hm. Das klingt ganz gut. Pass auf, Jung. Hm? Zwei Trapeze kreisen über der Manege. Ganz hoch oben unter der Zirkuskuppel. Immer rundherum. Und auf dem einen Trapez, da stehst du. Aha. Und während des Kreisens springst du von dem einen auf das andere Trapez. Na, hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Na, siehst du? Toll, Vater. Ja. Toll. Das glaube ich. Wenn's funktioniert. Oh, du, das funktioniert. Das funktioniert, glaub mir. 10 Jahre lang habe ich Nacht für Nacht darüber gegrübelt. Ich wollte doch als Zirkusmann nicht umsonst gelebt haben. Noch dazu, da aus unserem guten alten Zirkus Baldoni diese Bruchbude geworden ist. Und das soll nun alles umsonst sein? Das musst du dir in der Manege vorstellen. Komm, Jung. Wenn wir noch ein Zelt hätten, ganz hoch oben an der Zirkuskuppel, da kreisen dann die beiden Trapeze. So, zzz, zzz, zzz. Auf dem einen Trapez stehst du, 10 Meter hoch. Auf dem anderen Trapez dein Partner oder deine Partnerin, so wie ich das mit Mutter vorhatte. Was meinst du, Jung? Ja, Vater, wenn wir noch ein Zelt hätten und 4 Masten, viele Tiere und ein Riesenprogramm. Wie früher, meinst du? Ja, ja. Wir sind klein geworden, Junge. Arm und klein. Fehlt sogar an Geld für Heu und Stroh. Unser Seehund ging an Altersschwäche ein. Und die beiden Bären sind im Zoo. Die Artisten sagten nach und nach Adieu. Der Dompteur verlangte seinen Pass. Ich hab nur noch Staub in meinem Portemonnaie. Trotzdem, Junge, trotzdem hält mich was. Zirkusluft, ein bisschen Zirkusluft, ein Hauch Manegenduft hält uns ein Leben lang in seinem Bann. Zirkusluft, wer die geatmet hat, der weiß genau, dass er sie nie entbehren kann. Wenn der Tiger sich sträubt, wenn der Scheinwerfer flammt, wenn der Dschungel erwacht hinter Flitter und Samt, wenn das Publikum fiebert vor Nervosität und ein Raunen durch Ränge und Bank reingeht. Zirkusluft, ein bisschen Zirkusluft, ein Hauch Manegenduft hält uns ein Leben lang in seinem Bann. Zirkusluft, wer die geatmet hat, der weiß genau, dass er sie nie entbehren kann. Manches Mal, da wird das Tingeln euch zur Last, aber Mutter zieht noch eisern mit, wenn ihr das Kostüm auch längst schon nicht mehr passt, das, in dem sie hohe Schule ritt. Wäre auch der schönste Posten für dich frei, angenommen, kann ja möglich sein. Wohnung, Heizung, Garten, kostenlos dabei, würdest du dann gehen, Vater? Nein. Vor dem Sprung vom Trapez, diese Stille im Zelt, dass man hören kann, wenn eine Stecknadel fällt. Vor dem Salto Mortale, du weißt, was das heißt. Diese Spannung, die Angst, die Nerven zerreißt. Hep! Zirkusluft, ein bisschen Zirkusluft, ein Hauch Manegenduft hält uns ein Leben lang in seinen Bann. Zirkusluft, wer die geatmet hat, der weiß genau, dass er sie nie entbehren kann. Wenn die alten Artisten von früher erzählen und man horcht nur und träumt, statt Kartoffeln zu schälen, wenn man Stallwache schiebt mit den Tieren allein und der Nachtwind weht leise zur Zelttür herein. Zirkusluft, ein
bisschen Zirkusluft, ein Hauch Manegenluft, hält uns ein Leben lang in seinem Bann. Zirkusluft, wer die geatmet hat, der weiß genau, dass er sie nie entbehren kann. Du, Freddy? Ja? Ich stelle es mir wunderbar vor, drüben in Amerika in einem so großen Zirkus zu sein. Willst du nicht wieder zurück? Ja, ich könnte jederzeit. Ich habe erst gestern ein Telegramm gekriegt von meinem Agenten. Die kommen mit meinem Ersatzmann nicht zurecht. Und dann willst du nicht gehen? Du bist schön dumm. Ich kann nicht. Wieso nicht? Wegen Vater und Mutter. Wieso denn? Frag nicht so dumm. Du siehst doch selber, wie dreckig es euch geht. Aber wieso? Ich finde, es geht uns sehr gut. Weil du nie ein anderes Leben kennengelernt hast. Aber Vater und Mutter, das waren einmal ganz berühmte Zirkusdirektoren. Na und? Dann kauf ihn doch einen Zirkus. Du bist so dumm, wie du hübsch bist. Was hast du gesagt? So dumm, wie du hübsch bist. Ist das wahr, dass ich hübsch bin? Dass ich dumm bin, würde mir nichts ausmachen. Aber mir macht's was aus. Du kannst dir doch vorstellen, dass ich das Geld für einen neuen Zirkus nicht so einfach auf den Tisch blättern kann. Ich weiß was. Lass uns doch zusammen nach Amerika gehen. Wir könnten unheimlich viel Geld verdienen und würden es deinen Eltern schicken, damit sie nicht mehr arbeiten müssen. Ach, nee. Was hast du denn? Ich hab schlecht geschlafen. Ich hab die ganze Nacht nachgedacht. Über was? Über den Jungen. Wir sind für ihn Klotz am Bein. Du, ich, unser ganzer Zirkus. Der Junge muss ja weg. Wie meinst du das? Da drüben in Amerika wartet eine Weltnummer auf ihn. Freddy geht nicht weg. Der nicht. Der bleibt bei uns, bis wir nicht mehr sind. Nicht mehr sind? Ich habe aber noch keine Lust zum Sterben. Da denkst du, ich? Nee, aber du, ich habe eine Idee. Ja? Das ist die beste Idee meines Lebens. Sobald wir halten, rede ich mit ihm. Hey, Freddy. Ja? Du musst mir helfen. Wobei? Mutter rumzukriegen. Naja, so halb und halb ist sie ja schon dafür. Was hast du denn vor? Na also, ich möchte mich zur Ruhe setzen. Ha? Na, Mutters wegen. Alt genug ist sie doch. Das finde ich eine großartige Idee. Verdient habt ihr beides ja, aber. Ja. Was ist mit hier? Och, da macht dir man keine Sorgen, Jung. Und vor allem, wo wollt ihr denn wohnen? Wieso? In dem alten Wagen könnt ihr doch nicht bleiben. Na, nee, du, hör mal. Da stelle ich schon ein bisschen größere Ansprüche. Ich stamm schließlich unendlich aus einer guten Hamburger Familie. Ne? Also hör zu. Nämlich, wir sind nicht zufällig hier an diesem Ort. Junge, vor 10 Jahren, damals, wie wir noch Geld hatten, da haben wir uns hier ein Häuschen gekauft. Was? Ja, und ein Sparkassenbuch haben wir uns auch angelegt. Hier? Ein Häuschen? Die vorigen Besitzer haben wir damals wohnen lassen. Die müssen natürlich jetzt raus. Komm, ich zeig's dir. Übrigens, Vater. Hä? Sehr hübsch das Haus. Ja? Nicht zu groß, nicht zu klein, gerade das Richtige für euch. Ja, und der Garten erst. Du, da mache ich eine Radieschenplantage draus. Nee, noch besser. Ich mache für Leo einen Auslauf. Na, den gebe ich nicht mehr her. Eine Bitte hätte ich noch, Herr Baldini, Baldani. Baldoni. Ja, ja. Ich meine, Sie wissen ja, mein neues Haus ist noch nicht ganz fertig. Hm. Ich meine, es wird jetzt noch fertig. Vielleicht sind Sie so liebenswürdig, dass wir beide hier noch ein bisschen länger drin wohnen könnten. Aber selbstverständlich, Herr Kleinschmidt. Ja. Auf eine Woche oder ein bisschen mehr kommt es gar nicht an. Reiz, der Junge. Ja. Tja. Übrigens, Herr Kleinschmidt, herzlichen Dank dafür, dass Sie so nett mitgeschwindelt haben. Ja, besser ging es leider nicht. Man ist ja ein ehrlicher Mensch. Ja, ja. Kann ich mich erkenntlich zeigen? Ein paar Freikarten? Oh, die brauche ich nicht. Ab zu aus dem Fernseher. Danke. So. Du, Vater, ich kann dir gar nicht sagen, wie beruhigt ich jetzt bin. Warum habt ihr nie was davon erzählt? Warum, warum? Das ist nun mal so im Leben. Über das, was man hat, spricht man nicht. Aber du, Jung, was ist mit dir? Du gehst doch jetzt sicher wieder nach Amerika zurück, was? Jetzt ja. Hier kann ich euch doch nicht mehr richtig helfen. Das brauchst du auch nicht mehr, mein Junge. Für uns ist gesorgt. Na? Hast du alles? Ja, Mutter. Mhm. Die Flugkarten sind bestellt und die Tasche ist im Wagen. Na, dann komm mal gut rüber. Ja, mach's gut und bleib gesund. Natürlich. Und du? Schreib auch mal. Ja, wie immer. Alle 4 Wochen eine Karte. Hals und Beinbruch, Junge. Tschüss. Sagst du mir nicht auf Wiedersehen? Mach's gut, Freddy. Denkst du auch manchmal an mich?
an uns, wenn du wieder in Amerika bist, ja? Mhm. Mach's gut, Gina. Weiß ich, ob ich den Jungen noch mal wiedersehe? Aber Mutter, dem Jungen passiert schon nichts. Aber mir? Oh. Fährst du wirklich gleich nach drüben? Nein, ich habe hier noch was zu erledigen. Mhm. Janosch, weißt du zufällig, wo der Zirkus Heros sein könnte? Ich glaube in Hamburg. Das ist gut. Getrunken. Schon wirklich, Chefin. Mir ist egal, wo und mit wem du dich rumtreibst. Aber bitte nicht vor der Vorstellung. Hast du hier meine Arbeit nicht? Ich kann jederzeit gehen. Du, wohin denn? Wer nimmt dich schon? Ich brauche niemanden. Ich mache mich selbstständig mit einer ganz großen Solonummer. Brauchst du nur noch zu probieren. Ha. Du und probieren. Da müsstest du ja arbeiten. Was ist denn das für eine Nummer? Das wirst du ein paar Tagen schon sehen. Eine Sensation. Dagegen sind deine Viecher langweilige Miezen. Was macht das? 59. Ja, dir. Stimmt so. Vielen Dank. Ich gehöre dazu. Danke. Oder ist das nicht? Ja, Freddy, mein alter Tierpfleger. Hallo, Mr. Thompson. Saib hat mich früher erkannt als ich ihn. Es ist zu schade, dass Sie meine Tiere nicht mehr betreuen wie damals. Aber Sie sind ja jetzt selbst ein großer Artist geworden. Na, wie wär's? Wollen Sie nicht mal wieder zu Saib zurückkommen? Ich habe nie einen besseren Tierpfleger gehabt als Sie. Lust hätte ich schon, aber es geht nicht. Ich bin nur ganz kurz in Hamburg. Das ist schade. Alles Gute für Sie, Freddy. Danke, Mr. Thompson. Komm, Saib, komm, an die Arbeit. Sie sind traurig. Ja. Sie wünschen? Die Pläne für das Todestrapez, die meinem Vater gehören. Was denn für Pläne? Sie wissen genau, was ich meine. Ich habe keine Zeit, ich muss morgen nach Amerika. Los, her damit! Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Ich würde Ihnen gerne helfen. Leider kann ich nichts für Sie tun. Aber ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Amerika. Und gute Reise. Na sowas! Ist das nicht Freddy? Freddy! Peppino! Freddy! Sowas, weißt du noch?
Bist du jetzt hier bei uns? Ja, Thompson wollte mich gerade als Elefantenpfleger engagieren. Was? Elefantenpfleger? Hast du das nötig? Vielleicht, aber nicht so, wie du denkst. Ich tue es für die liebsten Menschen, die ich habe. Was? Eine Frau? Mhm. Gott sei Dank. Na, Peppino, was machen die Kinder? Viel Unsinn, viel Arbeit, aber viel Freude. Was, Peppino, du bist verheiratet? Ja, gewesen. Hier wohl. Und wo ist deine Frau? Nix, Frau. Durchgebrannt. Mit Zirkusmusiker. Komm. Ruhe! Das hier ist Freddy, einer meiner ältesten Freunde. Und Freddy, das hier ist Adi, Billy, Charlie, Eddie und Frankie. Du willst wohl das ganze Alphabet voll machen, ne? Ja, ich möchte schon, aber ohne Frau. No, aber raus, ja? Wo ist Shaggy? Wer kann ja. Ah, dann ist gut. Was, du hast noch einen? Ja, das ist sogar der Bravste. Ja, du bist auch brav. Ja, Katja, das ist Shaggys Shetland-Pony. Und jede freie Minute ist er bei dem Tier. Aber Freddy, du warst doch in Amerika, bei den Los Aires. Das ist doch eine Weltnummer. Na, da will ich auch wieder hin, sobald ich hier... Was? Sobald ich mit einem Kerl abgerechnet habe, der hier im Zirkus ist. Er hat von meinem Vater die Pläne für einen neuen Trick geklaut. Wer ist das? Er heißt Raoul Eumann. Raoul? Ja. Dem traue ich sowas zu. Er behauptet natürlich, er hat die Pläne nicht. Freddy, wenn du mich fragst, er hat sie. Schon seit 3 Wochen gibt er mächtig an. Er würde sie von Isadora, das ist seine Chefin, Löwendomtöse, trennen und mit einer eigenen Nummer herauskommen. Das wäre er nicht. Dafür werde ich schon sorgen. Na nu, was ist denn? Könnt ihr Hexen? Habt ihr euch heute selber ausgezogen? Mr. Thompson! Ja, Freddy, machen Sie das. Ich habe mir es überlegt, ich bleibe. Wirklich, Freddy? Aber nicht für immer, Mr. Thompson. Bleiben Sie so kurz oder so lange, wie Sie wollen. Ich bin froh über jeden Tag, den Sie mir helfen. Bisher war Karl unser Elektriker, so nett. Was ist denn mit dem? Der steht so alleine. Den kenne ich noch gar nicht. Gehört der nicht zur Herde? Das ist Maharaja, mein Sorgenkind. Er ist leider ein bisschen bösartig. Gehen Sie nicht zu nah an ihn heran, er ist unberechenbar. Ran! Oh, schön. Von meiner Darbietung, Herr Stallmeister, meine Pferd! Heute? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber ehrlich gesagt, sonst bist du besser, Peppino. So. Stimmt was nicht mit dir? Nö. Du bist doch nicht krank. Was, ich? Im Gegenteil. Grüß Gott, Kinder. Ich bin so gesund wie Fische im Wasser.
Peppino. Freddy, lass uns niemand sieht. Es ist nämlich das Herz, Freddy. Der Doktor hat zu mir gesagt, ich muss unbedingt und sofort 4 Wochen ausspannen. Aber dann... Ja, das geht natürlich nicht. Und wer soll sich um meine Kinder kümmern? Wenn ich jetzt schlapp mache, dann wird der Direktor bestimmt meinen Vertrag nicht verlängern. Und das... Hallo, ja, grüß Gott. Und ich kann es ihm ja nun nicht einmal übel nehmen. Denn man muss damit rechnen, dass es immer wieder passieren kann. Nun sprich mal nicht so viel, Peppino. Komm in deinen Wagen. Ciao, Peppino. Hey! Die lieben Kleinen. Wir waren schon Frankie heute allein, Papa, damit du nicht so viel Arbeit mit uns hast. Ja, nicht mit euch, aber mit dem Wagen. Oh, hier schwimmt ja alles. Hättest du nicht ein bisschen mehr aufpassen können? Oh, was ist denn mit dir los, ne? Nicht? Ja. Oh, ich kenn doch meinen Jackie, ne? Du hast doch was. Ne? Nur so schlimm wird's ja nicht sein, komm. Doch, Papa, hat dir das komm? Dein Pony. Hopp. Hopp. Alles, so, dann trockne ich noch ein bisschen ab. Ah, Jackie, willst du mir deinen Pony nicht zeigen? Gerne, Onkel Freddy. Na komm. Dürfen wir mitkommen? Ja, los, komm. Lass mal euren Papa ein bisschen alleine. Nein, du bleibst hier. Marsch ins Bett. Was hat es, Onkel Freddy? Ob es wohl stirbt? Nein. Es schläft sich gesund. Bis morgen. Gib mal her. Weißt du, Jackie, dass die Pferde träumen? Wie die Menschen, wenn sie schlafen gehen? Weißt du, Jackie, was die Pferde träumen? Wenn sie nachts in ihren Boxen stehen. Stell dir vor, du wärst ein kleiner Schimmel. Und wenn du dann abends müde bist, schläfst du ein und träumst vom Pferdehimmel. Und du weißt auch, wo ihr Himmel ist. Der Himmel der Pferde, der ist auf der Erde. Musik und Glanz und der Applaus im Zelt. Der Himmel der Pferde, das ist die Manege, das letzte Stück Freiheit auf dieser Welt. In 5 Minuten stehe ich mit den Tieren in der Manege. Ja, ich auch. Leider. Dann such dir doch einen anderen Assistenten, wenn du einen findest. Thompson sucht schon seit Wochen einen. Du wirst furchtbar lachen. Er hat sogar schon einen. Und zwar einen Verwandten von dir. Freddy Baldoni. Was? Der bleibt hier im Zirkus Heros? Es sieht so aus. In die Manege. Halt! Vorsicht, Sultan. Zurück, komm hier. Hierher. Sultan. Herr Direktor, kommen Sie schnell. Ein Löwe ist ausgebrochen. Hierher, Sultan. Da drüben, ein Gewehr. Schnell ein Gewehr. Den Wasserschlauch. Zu spät. 5000 Menschen sind in der Vorstellung. Sultan, Vorstellung. Zurück, Sultan. Lass das. Sultan, zurück. Zurück. Bam, Sultan. Bam. Ruhig, Sultan.
Mr. Thompson, nicht schießen, nicht schießen! Sultan! Sultan, zurück! Komm! Sultan, ruhig! Zurück, Posto! Posto! Zurück, schön, brav! Brav, ruhig, ruhig, Sultan! Zurück! Zurück, Sultan, zurück! Los! Sehr mutig. Ich danke Ihnen, Freddy. Wir müssen umstellen. Zuerst die Chinesennummer und dann Peppino. Peppino? Ja, schnell. Bis dahin werden Ihre Löwen sich beruhigen. Wie konnte Sultan aus dem Käfig kommen? Wo ist der Assistent? Wahrscheinlich am Käfig. Meinen Sie das Raul? Ach, ich weiß nicht. Raul wird immer unzuverlässiger. Los, geh in deine Ecke. Wer hat den Käfig aufgemacht? Ja, jemand hat vergessen, das Schiebegitter zuzumachen. Dass sowas nicht vorkommt, dafür sind Sie verantwortlich. Schlamperei. Wenn sowas nochmal passiert, fliegen Sie raus, verstanden? Beeil dich, Peppino, deine Nummer wird vorgezogen. Peppino? Sieht jemand, dass du es nicht bist? Freddy? Ja. Aber was soll das? Ich habe mir dein zweites Kostüm geborgt. Ich werde für dich auftreten. Aber Freddy... Kein Aber. Ich habe so oft hinterm Vorhang gestanden und dich beobachtet. Keine Sorge, ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ja, aber Freddy... Keine Widerrede. Du weißt doch, Peppino, nicht den Mut verlieren. Meine Damen und Herren, als Höhepunkt von meiner Darbietung, Herr Stahlmeister, bitte, meine Pferde. Nur die Nacht wird vergehen.
sollte Peppino immer machen. Hören Sie sich den Applaus an. Morgen kommt er bestimmt und will mehr Gage. Ist der Assistent immer noch nicht da? Der kommt meistens im letzten Augenblick. Wo bleibst du so lange? Wir haben doch noch Zeit. Was willst du denn? Du hast doch wieder getrunken, wie immer. Das nächste Mal kommst du gefälligst ein bisschen früher. Wir sind gleich dran. Moment. Oh, meine Halskette mit dem Talisman, die muss noch im Wagen sein. Ach. Peppino, was willst du denn hier? Die Pläne für das Todestrapez. Du bist nicht Peppino. Wie schnell du das gemerkt hast. Los, gib mir die Pläne! Ich hab sie nicht. Mach, dass du rauskommst, du Kerl. Los, die Pläne, aber schnell, du! Oh, lass mich los. Dort unterm Kopfkissen. Raul, wo bleibst du denn? Mein Vater hat mir nicht so viel von dir erzählt. Feige bist du auch noch. Du bist ja selber feige, sonst hättest du nicht als Peppino eingeschlichen. Los, raus! Deine Chefin wartet auf dich. Madame Isidora, ich gratuliere. Danke. Tag, wozu denn, Herr Mohr? Der Vertrag für Sie, für Amerika. Perfekt. Nein. Bereits unterschrieben. Tag, Herr Ullmann. Na, ich bin Frau Capello. Ah, guten Tag. Sie hatten meinem Partner, Herrn Morten, einen Trick angeboten, das Todestrapez. Wir haben uns den Fall überlegt und sind bereit, die Summe, die Sie dafür fordern, zu zahlen. Ja, ja, aber die Pläne sind... Was denn? Schon verkauft? Nein, 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 nein. In 3 Tagen bringe ich sie. Na also! Peppino! Ja? Du, ich hab die Pläne. Was? Da scheint wirklich was dran zu sein. Oh, da gehst du ja jetzt nach Amerika zurück. Peppino, sprich nicht auf sie. Komm, ich bring dich erst mal ins Bett. Ja, bring mir erst den Wagen von Kinder. Peppino, der größte Clown der Welt. Vergangen, vergessen, vorüber. Vergangen, vergessen, vorbei. Die Zeit deckt den Mantel darüber. Vergangen, vergessen, vorbei. Wer kann wissen, wo wir einmal landen? Wer kann wissen, was einmal geschieht? Wer kann wissen, ob wir einmal stranden? Immer ist es nur das gleiche Lied. Vergangen, vergessen, vorüber. Vergangen, vergessen, vorbei. Die Zeit deckt den Mantel darüber. Vergangen, vergessen, vorbei. Wie auch deine Wege einmal enden, wie das Wetter, so dreht sich das Glück. Du gabst immer nur mit vollen Händen. Daran denkt nachher kein Mensch zurück. Vergangen, vergessen, vorüber. Vergangen, vergessen, vorbei.
die Zeit deckt den Mantel darüber. Vergangen, vergessen, vorbei. Sie? Sie sind für Peppino aufgetreten? Ja. Er ist sehr krank, aber niemand soll es wissen. Von mir wird keiner was erfahren. Freddy, so heißen Sie doch nicht? Ja. Wolltest du? Die Pläne, was? Raffiniert ausgedacht. Hätte Saib nicht aufgepasst, dann hätte es ausgesehen wie ein Unglücksfall mit Elefanten. Gehst du jetzt zur Polizei? Polizei? Mit dir werde ich auch ohne Polizei fertig. Wage es nicht, dich noch einmal um die Pläne zu kümmern. Und lass meinen Vater in Ruhe, sonst lernst du mich erst richtig kennen. Können Sie mich ein Stückchen mitnehmen? Aber gern, Fräulein, steigen Sie ein. Danke. So, Tür zu, Griff nach vorn. Wie Sie mit den Tieren umgehen, Freddy, das ist großartig. Wenn ich daran denke, dass ich bald schon wieder ohne Sie auskommen muss. Nicht so bald, Mr. Thompson. Ich möchte noch ein bisschen bei Ihnen bleiben. Was, wirklich, Freddy? Das wäre ja wunderbar. Aber werden Sie nicht in Amerika erwartet? Sogar sehr dringend. Aber was ich hier zu tun habe, das ist noch viel wichtiger. Es handelt sich um eine neue Nummer. Eine eigene? Was denn für eine? Das möchte ich erst sagen, wenn ich mit den Proben anfange. Na schön, ich wünsche Ihnen jedenfalls von Herzen toi toi toi, Freddy. Danke, Mr. Thompson. Komm, Sabo, komm. Sahib, los! Bosni, los! Gina? Gina, was machst du denn hier? Mich hat Janosch geschickt, Freddy. Janosch? Ist wieder was mit Vater? Nein, er ist nicht wieder krank. Er hat bloß so große Sorgen, weil der Löwe kurz vor der Vorstellung gestorben ist. Vorstellung? Aber die beiden Alten wohnen doch jetzt in dem Häuschen. Das hat dein Vater dir nur so erzählt. Er wollte, dass du wieder zurückgehst nach Amerika. Er hat also geschwindelt. So ein Filou. Naja, bald hole ich ihn. Dann mache ich ihm die größte Freude seines Lebens. Sag mal, du freust dich wohl gar nicht, dass du mich wieder siehst, Freddy. Aber Kindchen. Wenn du glaubst, dass ich ein Kind bin, irrst du dich. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. So, Gina. Das sind sie, die Todestrapeze. Da hat sich Vater wirklich was Tolles ausgedacht. Ich habe es gar nicht dran geglaubt. Und das ist Karl, mein technischer Assistent. Tag, Fräulein. Ist das deine Partnerin? Nein, das ist... Was bist du eigentlich von mir? Na, sagen wir, so eine zugelaufene Verwandte. Aha, Verwandte, ja, das habe ich von meinen Puppen früher auch immer gesagt. Ist eine dufte Biene, du. Was machst du mit den Trapezen, Freddy? Das wirst du bei den Proben sehen. Die sausen dann oben in der Zirkuskuppel herum. Er steht auf dem einen und auf dem anderen arbeitet sein Partner. Wer ist dein Partner, Freddy? Das weiß ich noch nicht.
Das wird eine Weltsensation. Einsame Klasse. Unbezahlbar. Ja, wenn die Rechnung für das Ding kommt, auch. Mein Geld reicht bestimmt nicht. Du, was glaubst du, wenn Vater das sieht? Der wird Augen machen. Von dem Tag träumt er seit Jahren. Du, Freddy, könnte dein Partner nicht auch eine Frau sein? Ja, oh, es könnte natürlich auch eine Frau sein. Nun ja, ich meine bloß, eine Frau zeigt nur mal ein bisschen mehr her, was? Und wenn ich das wäre? Du? Du bist doch viel zu klein. Erlaube mal, Freddy, ich werde doch schon 18. Hast du denn auch Mut? Du bist ja dabei. Na ja, darüber reden wir noch. Ich muss jetzt zu Thompson. Du, Karl! Ja? Leiste der jungen Dame doch ein bisschen Gesellschaft. Bis gleich. Ciao. Na, Fräulein, wollen Sie ein bisschen bei uns bleiben? Mit dem größten Vergnügen. Ja? Na, dann wollen wir doch mal sehen, wo wir die kleine Prinzessin unterbringen. Ah, vielleicht da. So. Ist gemütlich, was? Ja. Ah ja. Und wenn es Ihnen hier zählt, dann halten Sie einfach einen Daumen drauf. So. Umdrehen. Kopf. Nächste. Hände. Umdrehen. Kopf. So. Ab. Aha. Na? Hände. Umdrehen. Kopf. So. Aha. So. Umdrehen. Na. Kopf. Na. So. Ab. Ah, so. Jetzt bist du hier. Na, Hände. So, ein bisschen. Umdrehen. Ah, sehr brav. Oh, Kinder, benehmt euch. Wir haben Besuch. Ab ins Bett. Na, fleißig? Ja, man tut, was man kann. Wie geht's, Herr Papino? Ja, danke. Wir sind zufrieden. Schön. Setzen Sie sich doch bitte. Danke. Tasse Kaffee? Ja, sehr gern. Ach, übrigens, Freddy. Mein Agent hat mir ein Engagement besorgt. In Amerika, in demselben Zirkus, in dem Sie auch gearbeitet haben. Toll. Ja, ich freue mich auch. Gratuliere. Danke. Haben Sie schon einen Vertrag? Ja, alles perfekt. Entschuldigung. Gute Nacht, liebe Kinder. Gute Nacht, Onkel Freddy. So, nun aber los, schlafen. Ich glaube, es ist besser, wir gehen hier raus. Sonst schläft die Bande nie. Ja, natürlich. Schade, dass ich kein Löwe bin. Wieso denn? Sie wären ein gefundenes Fressen für mich. Was macht Gina denn da mit den Löwen und mit Raul? Sie sind ein süßes Ding. Aber Sie auch. Oh, das hat mir noch keine gesagt. Doch, doch, Sie sind der mutigste Mann, den ich überhaupt kenne. So, was Sie nicht sagen. Oh, ciao. Ciao. Wie kannst du zu einem Mann so etwas sagen? Wieso, es stimmt doch. Egal, man sagt den Menschen nicht so direkt heraus, was man von ihnen denkt. Das tut man nicht. Das musst du langsam lernen. Ich sehe nicht ein, wieso. Hast du noch nie gehört, dass Löwen auch beißen? Das weiß ich, aber ich wollte dir nur beweisen, dass ich Mut haben kann. Aber dieser Mut ist gefährlich. Sei froh, dass ich zu Thompson muss. Sonst würde ich dir die Ohren lösen. Aber Chefin... Tut mir leid, Raul. Ich kann dir keinen Vorschuss geben. Ich muss aber das Auto heute bezahlen oder ich muss es wieder hinbringen. Normalerweise besorgt man sich zuerst das Geld und kauft sich dann ein neues Auto und nicht umgekehrt. Aber Isadora, du kannst doch nicht erzählen, dass du die lumpigen paar Tausender nicht hast. Ich kenne deine Gage. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, ich habe nichts. Ich habe alles Geld, was ich flüssig habe, einem Kollegen gegeben. Für einen neuen Trick. Seit wann betätigst du dich als Bankier? Es handelt sich um Freddy Baldoni. Was? Du finanzierst das Todestrapez? Ach, du kennst die Nummer. Na, dann weißt du ja auch, dass das Geld dafür nicht rausgeworfen ist.
Du, Karl. Mein Salto klappt schon ganz prima. Was macht unser Apparat? Ja, ich muss das Ding erstmal an die Lichtmaschine anschließen. Hast du schon Strom? Nein. Ach, doch, wir haben Strom. Wir können mit der Probe anfangen. Na dann los. Nasche, ich kaufe auch die Ponys. Und morgen früh, da hole ich den ganzen Krempel. Tag auch. Ja, das ist also das Ende vom Zirkus Baldoni. Ich bin gar nicht sicher, ob er alles kauft. So oder so. Den Zirkus Baldoni gibt's nicht mehr. Janosch. Ja? Wir haben eben alles verkauft. Was denn, bitteschön? Dann war das also vor 14 Tagen unsere letzte Vorstellung? Ich habe mir immer gedacht, Mutter, wenn wir mal aus dem Artistenleben abtreten, das wird eine ganz große Abschiedsvorstellung. Mit Musik, rauschendem Applaus und hochverehrtes Publikum. Wir freuen uns, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind zum Abschiedsabend von Carlos und Jenny Baldoni. Wir singen Ihnen das Lieblingslied der beiden beliebten Künstler, die sich damit nach einem 50-jährigen Artistenleben für immer vom Zirkus verabschieden. Daran muss ich immer denken, daran denk ich Tag und Nacht. Hab ich dir auch immer Freude, niemals Kummer dir gemacht. Daran muss ich immer denken, stell mein Leben darauf ein, jede Stunde und Sekunde immer lieb zu dir zu sein. Ich hab doch nur dich auf der Welt. Sonst keinen, nicht einen, der treu zu mir hält. Ich hab doch nur dich und du hast nur mich. Sonst keinen, nicht einen, hast du und hab ich. Daran muss ich immer denken, daran denk ich Tag und Nacht. Hab ich dir auch immer Freude? Niemals Kummer dir gemacht? Daran muss ich immer denken, stell mein Leben darauf ein. Jede Stunde und Sekunde immer lieb zu dir zu sein. Ich hab mehr Applaus gehabt als du. Thank you.
Stoff ready? Es geht, Herr Direktor. Hals- und Beinwurf fürs Todestrapez. Danke. Haben Sie meinem Vater geschrieben? Hab ich, der wird überrascht sein. Mutter, also du wirst das nicht glauben. Wir sind immer noch ganz bekannte Zirkusleute. Hier, Direktor Casaretto vom Zirkus Heros. Der schickt uns eine Einladung. 2 Eintrittskarten. Nächste Woche, Gala-Premiere. Das ist doch nett von ihm, ne? Dabei kenne ich ihn gar nicht persönlich. Da wollen wir wirklich hingehen? Also natürlich. Mal wieder einen richtigen großen Zirkus sehen. Ich bin immer noch nicht fertig. Mach doch nichts. Wir haben noch 2 Stunden Zeit. Aufgeregt? Ja. Keine Angst, Gina. Du bist auf dem Trapez so sicher wie ein echter, erfahrener Artist. Na wirklich, ausgezeichnet. Hätte ich von dir gar nicht erwartet. Das ist es gar nicht. Aber ich denke an morgen. Wenn heute alles gut geht und wenn unsere Nummer beim Publikum ankommt und es ein großer Erfolg wird. Ja, dann, das kann ich dir genau sagen. Dann kenne ich einen Menschen, wie es keinen glücklicheren auf dieser Welt gibt. Meinen Vater. Kopf hoch, Gina. Komm, wir schaffen es schon. Lass mich in Ruhe. Was? Ich vertrage es nicht, wenn du mir auf die Schulter klopfst wie einem alten Zirkusgaul. Aber Gina, was soll denn das heißen? Ach, du verstehst nichts und du merkst auch nichts. Was denn? Dass ich dich liebe. Woher soll ich denn das wissen? Natürlich, woher sollst du das wissen? Ich bin ja nur Luft für dich. Du hättest ja auch was sagen können. Man soll nicht immer alles sagen, was man denkt. Das hast du selbst gesagt. Süß bist du. Mein Herr. Was? Eine Mark? Ja. Mann, wenn ich da noch ein paar Mark zulege, dann kriege ich einen ganz neuen Traktor. Aber Carlos. Naja, ist doch hier. Vielen Dank. Bitte sehr. Ja, dann noch viel Spaß im Zirkus, ne? Ja. Danke. Alles in Ordnung. Na, siehst du, Mutter? Nur wenn man meckert, dann kommt man zu was. Mhm. Wenn ich nicht gemeckert hätte, wären wir jetzt um den Mark ärmer. Richtig. Komm schnell, die Vorstellung hat schon angefangen. Ja. Zu unserer heutigen Gala-Premiere wird der Direktor Casaretto 2 Ehrengäste begrüßen. Den Senioren der Zirkusdirektoren und seine Gemahlin. Carlos und Jenny Baldoni. Na, Mutter, was sagst du nun? Soll ich ein paar Worte zu den Leuten sprechen und ein bisschen Reklame für uns machen? Aber wo? So viele Leute kriegen wir bei uns doch gar nicht unter. Nur wie du meinst. Darf ich Sie auf das Herzlichste begrüßen? Frau Direktor. Guten Tag. Herr Direktor. Herr Kollege. Darf ich Sie in Ihre Loge begleiten? Danke. Vielen Dank. Bitte. Dankeschön. Dankeschön. Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Danke. Das ist Baldoni. Wie ein Zirkusdirektor sieht er nicht aus. Naja, im Grunde ist er ja auch keiner. Nur ein Vollblutartist. Aber in seinem Namen steckt ein Kapital. Ja? Mhm. Ob es sich lohnt, diesen Namen nochmal groß zu machen? Oh. Thank you.
sagst du während der Vorstellung? Na und? Meine Nummer ist doch vorbei und morgen geht's nach Amerika. Prost. Trinkst du auch einen mit? Jetzt nicht. Aber nach der Vorstellung? Auch nicht. Warum nicht? Weil ich mit dir überhaupt keinen mehr trinke. Weil du ein ganz falscher 50er bist. Freddy hat mir gesagt, dass du versucht hast, dir den Trick mit dem Todestrapez von der Nagel zu reißen. Du sag mal, was wolltest du eigentlich mit dem Trick? Nun sag bloß noch, dass du ihn selber machen wolltest. Ha, was ist denn das schon für eine Nummer? Das ist so eine Kleinigkeit. Kann doch jeder. Aber du nicht. Warum nicht? Weil du überhaupt kein richtiger Artist bist. Du gehörst nicht zu uns. Zirkus, das ist Arbeit, Fleiß, Ausdauer, Tag und Nacht, Eiser. Aber davon hast du noch nichts mitgekriegt, Mensch. Du bist doch nur eine Flasche, ein richtiger Versager bist du. Ach, gib doch nicht so an mit deinem Todestrapez. Das Todestrapez ist erste Klasse, da kannst du nicht dran tippen. Ja. Danach werden sich alle Zirkus in die Finger lecken. Und wenn ich das sage, du, dann stimmt das. Du, null, du. Zirkusluft, Mutter. Manegenduft, Vater. Und nun, meine Damen und Herren, der Höhepunkt unseres Programmes. Eine einmalige zirzensische Meisterleistung in schwindelnder Höhe unter der Zirkuskuppel. Das sieht doch aus wie mein Todestrapez. Ach, wie soll denn das hierher kommen? Das ist doch Freddy. Das ist doch Freddy, Mutter. Und Tina. Wenn der Junge bloß nicht zu leichtsinnig ist. Das ist ein waghalsiger Bursche. Man bekommt schon vom Zuschauer Herzkopf. Den sind Sie als Tierpfleger los, mein lieber Mr. Thompson. Der kann morgen jeden Vertrag abschließen. Ich hoffe zunächst mit mir. Haben Sie ihn denn noch nicht engagiert? Bei aller Sympathie für den Jungen. Man muss doch erst sehen, was er zu bieten hat. Lebensgefährlich. Sowas sollte Freddy doch nicht machen. Hoffentlich schafft er's. Mein Trick. Mein Junge. Großartig. Die Nummer muss ich unbedingt haben. Ja, wenn sie nicht schon verkauft ist. Du hast immer gesagt, mein Trick wäre ein Spielzeug. Daran, dass er bei jedem Sprung mit dem Tode spielt, daran denkst du wohl gar nicht. Dafür ist der Artist. Die
oben ist doch ein Mann. Wie kommt denn der auf Chapiteau? Was will der? Wer ist das? Nehmen Sie mal das Fernrohr. Das ist Ollmann. Raul, um Himmels Willen, das geht schief. Sofort das Zelt umstellen. Einer muss rauf aufs Chapiteau. Er will wahrscheinlich das Trapez aus dem Rhythmus bringen, wenn Freddy abspringt. Dann muss Freddy ja daneben springen. Nicht springen, Freddy, nicht springen! Er springt zu tief. Freddy! Ich kann dich nicht halten. Ich komme hoch. Was war denn los, Freddy? Der Kerl da oben hat versucht, mein Trapez aus dem Schwung zu bringen. Beinahe wäre es ihm auch geglückt. Wenn Gina mich nicht gefangen hätte, dann lege ich jetzt in der Manege. Ich habe das ganz automatisch gemacht. Ich musste dir doch ganz schnell irgendwie helfen. Zum Denken und Überlegen war es viel zu spät. Die Nummer ist einmalig, Freddy. Wir müssen noch heute darüber reden. Zu spät, Herr Direktor. Ich habe bereits ein neues Engagement. Im Circus Baldoni. Carlos, was machst du da? Lass mich mal, Mutter. Ich muss zu Freddy. Darf ich vorstellen? Mein neuer Chef, Carlos Baldoni. Junge, wenn du wüsstest, was der Tag heute für mich bedeutet. Mutter ist auch da. Ich will ja nichts gegen den Zirkus Ihres Vaters sagen, Freddy, aber ist der nicht für eine Weltattraktion wie die Ihre etwas zu klein und zu... Sagen Sie ruhig zu popelig. Im Augenblick noch. Herr Baldoni, wenn Sie wollen, kann sich das alles ändern. So? Wir haben sehr viel vor mit Ihnen. Können wir uns nicht mal darüber unterhalten? Aber gerne. Sprechen Sie mit Mutter. Herr Direktor, kommen Sie schnell! Was ist los? Herr Pino! Sieht aus wie Herzschlag. Die armen Kinder. Was steht ihr da herum? Nun macht schon. Los, raus zur Parade! Die Vorstellung geht weiter! Thank you.
unser Zelt steht, ist meine Heimat. Unter der Sonne bin ich zu Haus. Wo unser Zelt steht, kann ich nur leben. Unter Artisten und mit dem Applaus. Ich liebe den Glanz und das Flittergold. Und im Wagen, der weiter und weiter rollt, durch Regen und Nacht in die Welt hinaus. Wo unser Zelt steht, bin ich zu Haus. Wo unser Zelt steht, sind wir zu Haus. Vergangen, vergessen, vorüber. Vergangen, vergessen, vorbei. Die Zeit deckt den Mantel darüber. Vergangen, vergessen, vorbei. Wer kann wissen, wo wir einmal landen? Wer kann wissen, was einmal geschieht? Wer kann wissen, ob wir einmal stranden? Immer ist es nur das gleiche Lied. Vergangen, vergessen, vorüber. Vergangen, vergessen, vorbei. Die Zeit deckt den Mantel darüber. Vergangen, vergessen, vorbei.